Konstanz. Hallo! Ja, das geht doch! Sabine? Alle Menschen sind gleich, egal welche Rasse, ob arm oder reich, ein jeder ist klasse, Mann, Frau und diverse, euch gelten die Verse, es bleibe dabei. Alle Menschen sind gleich, Meinung ist frei, ein jeder darf reden und denken. Das gilt echt für jeden und zuhören wäre prima für ein besseres Klima. Es bleibe dabei, unsere Meinung ist frei. Als am 13.03. in Rheinland-Pfalz die Schulschließung verordnet wurde, war ich nicht wirklich überrascht. Mir war damals ja schon klar, dass ein größerer Plan hinter dem ganzen, wie ich fand, sehr dilettantisch aufgezogenen Panikmache stand. T-Shirt ist von Schweiß und seine Maske heimlich von Tränen nass. Er träumt, es gibt Verständnis zwischen Menschen. Er träumt, es versöhne sich die Welt. Er träumt, es werde endlich offensichtlich, was die Welt im Innersten zusammenhält. Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ihr das auch so seht, dann stimmt gerne ein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist unantastbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielen Dank. Desinfizieren. Na, lass mal hoch Corona machen. So, okay. Jetzt ist alles clean. Denn ich glaube, ich brauche euch nichts erzählen über Sinn und Unsinn der Masken, über Sein oder Nichtsein hoher Infektionszahlen, über Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen oder das sinkende Fallzahlen der Impfstoffentwicklung schaden. Und ich brauche euch auch nichts über die Arbeit der Ehefrau von Herrn Söder erzählen oder des Ehemannes von Herrn Spahn. Das wisst ihr alles, denn sonst wärt ihr nicht hier. Wie viele von euch demonstriere ich jetzt schon seit Wochen und Monaten in Konstanz, Singen und Radolfzell. Und ich habe mich gefragt, was treibt mich eigentlich dazu, so viel Zeit damit zu verbringen? Wofür mache ich das? Und die Antwort, die ist ganz klar, ich mache das für unsere Kinder. Also ich der Gruppe Widerstand Hegau. Wir machen Demonstrationen in Singen und in Radolfzell. Wöchentlich, montags, mittwochs und samstags.
Ich bin freiberuflicher Rentner und im Moment bin ich unterwegs in Sachen Corona, also gegen den Corona-Wahnsinn. Und insofern übe ich einen systemrelevanten Beruf aus. Ich möchte mich vorstellen bei euch allen. Mein Name ist Siglinde Schlösser. Ich bin Krankenschwester, Mutter und absoluter Freigeist. Und das hier muss ich tun, weil sonst kann man mich echt einweisen.